Moin, moin, Freunde. Heute sind wir an der Villa Sol. Genau, los geht's. Wir führen euch jetzt mal ein bisschen rum. Viel Spaß. Alles ziemlich zugewuchert hier. Im Hintergarten, also wir sind gerade hinter dem Garten, also genau hinter dem Villa. Ja, wir befinden uns hinter dem Villa. Das Grundstück hat eine Größe von 40.000 Quadratmeter. Das ist echt enorm. Schaut euch mal den Garten an. Dort hinten sehen wir auch schon die Villa. Hier, Freunde, befindet sich der Pool neben dem. Scheiße. Leute, schaut euch mal diesen riesen Pool an. Das ist gigantisch. Aber halt alles vollgesprüht mit Graffiti und langsam alles heruntergekommen. So, lass uns jetzt mal ins Haus gehen. Alles zugewuchert hier. Schon krass, wie die Natur sich alles wieder einnimmt. So, wir befinden uns jetzt im Inneren. Leute, hier ist alles verbrannt. Alles schwarz. Heizungen sind sogar noch hier drin. Können wir sich bestimmt voll gut hinsetzen. Die war bestimmt in der Villa der Hauptsaal. Hier ein alter Kamin. Überall liegt hier Bauschutt rum. Überall hier an den Wänden dieser Stoff, wie es früher überall war in luxuriösen Häusern. Guckt mal hier, Leute, was für ein Graffiti. Hier diese ganzen Verzierungen hier. In jedem Raum sind die Verzierungen noch an den Decken. Hier so ein kleiner Ofen fürs Haus. Stell mal, das ist ja so ein Abstellraum, war irgendwie so eine Vorratskammer oder so. Hier sieht das aus wie eine alte. Ich denke schon mal, Küche. Küche? Ich dachte, Küche schräge irgendwie. Oh, richtig alt. Die ganzen Schränke, wie ihr hier seht, schon alle am Vermodern. Hier auch so ein kleiner Vorratsraum. Hier
Hier auch noch ein Teil von der Küche. Ja Leute, guck mal, hier liegt sogar noch ein Weihnachtsbaum. Also das Haus ist schon, die Villa ist 20 Jahre. Der Besitzer von dieser Villa, der ist leider 1989 verstorben. Und seit ungefähr im Jahre 2000 steht die Villa schon leer. Das ist ja die Villa schon leer. Hier gleich. Nochmal ein kleines WC. Hier war auch so eine Art wie so ein Waschraum oder so. Gehen wir jetzt mal in den Keller. Hier soll auch ein Atomschutzbunker sein. Die ganzen Anschlüsse hier noch. Hier ist der Aufzug, der von im Keller bis hoch ins Schlafzimmer reicht. Die ganzen Dinger hier von als Anschluss für so wohl das Haus auf Top gehalten. Hier Leute, die ganzen Wasserhähne fürs Hallenbad. Und für den Pool draußen schon echt heftig. Absperrschieber, Vorlauf, Erdgeschoss, Dachgeschoss, Vorlauf. Geh jetzt mal hier rein. Altes Wandregal. Hier sieht man schon, dass alles runtergekommen ist. Ganz viele Leitungen sind wirklich dick genug. Hier auch noch ein Sicherungskasten. Schaut euch mal diese Sicherung an. Ich denke mal, die werden alle für das ist ein riesen Hallenbad sein. Das ist ein riesen Ganze Strom. Das ist das Hallenbad. Leider schon alles kaputt. Das ist sauber oder so. Das ist ein Aber wie cool das hier schon gewesen sein muss, dass das alles noch in Stand war. Ich denke mal, hier war so eine Art wie so ein Hobbykeller. Hier überall. Konnte man sich hinsetzen. Überall die Regale an der Wand. Die Decke richtig cool gemacht noch. So richtig von früher. So Leute, hier haben wir den Bummel. Wir gehen jetzt mal hinein. Ja, krass.
stehen jetzt sehr schnell drin, nur wenn Netzstrom ausfällt. Überall geschmiert hier an der Wand. Das ist bestimmt so ein Kriechbunker, oder? So, hier ist so ein Kriechbunker. Anscheinend. Ach, das. Und da geht so eine Treppe oder eine Leiter hoch. Ich gehe einfach mal kurz dahin und dann wieder zurück, weil sonst komme ich nicht mehr raus. Das will ich ja nicht. Aber hier ist. Ja, hier ist ziemlich viel Wasser. Das ist ekelhaft, mein Freund. Aber hier geht's hoch. Da ist eine Luke und die führt nach draußen. So, und das ist der Bunker. So. Hier ist auch nochmal was. Hier ist das ganze Sand, was gelagert worden ist. So. Boah, das ist widerlich hier drin. Und hier denke ich mal, kam die Post von früher durch. Ja, so ein Brief. Wie so eine Art Briefkasten.